Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara. So, erstmal etwas hier ernten und nicht sehen, wie auch immer das so übersetzt wurde. So, ich habe ein wenig offscreen gespielt, konnte hier und da etwas organisieren. Wir schauen mal. Ich habe jetzt den Nachmittagstee und die Croissants für Saimi. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen die Hauptquest, die dann weitergehen wird. Schauen wir mal. Ja, Aquilas, dieses merkwürdige Metall. Ich habe es gesucht offscreen, habe es nicht gefunden, ne? Auf der Karte. Ach, da! Der Un... Ah, verstehe, da wird das direkt angezeigt. Okay, dafür muss ich noch weiter runter, aber so weit können wir leider noch nicht. Von daher kann ich mich erstmal aus dem Kopf schlagen, aber ich habe zufällig ja schon mal welches gefunden. Witzig. Backe die Zutaten für Reiskuchen. Ja, auf Quelis. Toll. Habe ich jetzt eigentlich... Doch, dafür habe ich... Ne, Mehl fehlt mir noch. Wozu brauchst du Mehl bei Reiskuchen? Eigentlich, wenn man so Sushi-Reis nimmt, dann klebt das ja eigentlich genug. Egal. So, Paella, dafür brauchen wir noch Ananas, das dauert noch ein bisschen. Tinte ist schwierig, ich habe gelesen, es kann sein, dass es mit dem Angeln nie leichter wird. Ich sollte vielleicht versuchen, jetzt schon Tintenfisch zu sammeln, das kann schwierig werden. So, ah, und da soll ich hier irgendwo noch was berühren. Okay, danke. Na gut, okay, das ist ja jetzt auf jeden Fall sehr aufschlussreich, wo die einzelnen Orte sind. So, Nudeltopf, da brauchen wir auch wieder Mehl dazu, das ist wieder doof. Silberbahn habe ich jetzt gemacht, ich habe ganz viel Silber gesammelt, habe es einfach bei uns ganz normal im Haus verfeinert. Hier muss ich noch nach einem Schatz suchen. Kann ich das sehen? Oh Gott, das ist ja super weit weg. Cool. Nee. Ah, so kann ich den Namen. Okay, cool, danke. Gut, da können wir jetzt ja noch nicht allzu viel machen. Na gut. Dann würde ich mal vorschlagen, wir sammeln Brombeeren. Brombeeren sammeln ist, glaube ich, immer gut. Ja. Zack. Habe übrigens schon ein Schwein gefunden, habe es aber nicht eingesammelt, weil ich das unbedingt mit euch zusammen machen wollte dann. So, Papak! Genau. Los geht's. Schauen wir mal. Auf nach Quelis. Hui, ich hoffe, ich habe alles mit. Keine Ahnung. Let's go. Ich spiele Tamias 10 Uhr vormittags. Ja, das klingt doch super. So, ich habe mir sogar ein frisches Getränk eingelassen. Getränk eingelassen? Lässt man sich ein Getränk ein? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall hier ein frisches Eisteegetränk. Neben mir stehen im Glas natürlich, wie immer während der Aufnahme. Ich sehe gerade, ich habe kaum noch Treibstoff. Darum muss ich mich auch noch kümmern. Aber eins nach dem anderen. Wir spielen ja alle Monster Hunter, Animal Crossing, wild, meine Freunde. Wild. Und ich spiele einfach nur in Ruhe Summer und Mara. Ich chill mein Leben. So, vielleicht haben wir ja Glück und können direkt hier unser Schweinchen retten. Ne, nämlich der Stern auf der Karte war das Schweinchen. Ich bin dann aufs Screen nämlich da mal hingeschwommen. Ich weiß nicht, ob das immer mal zufällig erscheint, das Sternchen mit dem Schwein. Oder ob das immer gleich ist. Wir werden sehen. So, wir gehen erstmal jetzt hier vor Anker. Und ich kann dem jungen Herrn hier endlich sein Silber geben. Oh, Plastikflaschen nehme ich auch direkt mal mit. So. Okay. Hier hast du dein Silber. Hier hast du deine Silberbarren. Ah, perfekt. Damit kann ich die wichtigsten Ereignisse im Mara nachbilden. Zum Beispiel den Tag, an dem Caleb seine Werft eröffnet hat. Oder wie ich einmal mit einer Robbe gerungen habe. Oder wie wir uns einmal einer 200 Meter hohen Welle gegenüber sahen. Also nur Ereignisse aus deinem Leben? Nun ja, das waren alle wichtigen Ereignisse in Mara. Hier hast du deine Angelausrüstung. Vielen Dank. Okay, du hast ein neues Rezept. Okay. Anscheinend können wir jetzt besser angeln. Gut, gut, dass wir drüber geredet haben. Ich dachte eigentlich, dass das nicht geht. Und jetzt geht es anscheinend doch. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurück zur Insel und das machen. Und dann werde ich direkt versuchen, einen Tintenfisch zu angeln. Das geht damit hoffentlich einfacher. Aber eins nach dem anderen. Ich gehe nochmal zu Saimi. Gebe ihr das Croissant und den Tee. Habe ich ja jetzt direkt einfach so gekauft, weil ich nicht wusste, wo ich den Zucker herkriege. Dann habe ich noch herausgefunden, wo es den Zucker gibt. Und ach, das war ein Hin und Her. Egal, ich habe jetzt trotzdem alles. Was ist hier? So, wir machen uns einfach auf den Weg. Und dann nochmal zurück zu meiner Insel und hin und her. Und ach, ihr kennt das Ganze ja schon hier. So, komm, ich kraxel direkt straight nach oben. Oh, da kommt aber hier das Goldding, das nehme ich noch mit.
Das lasse ich mir nicht nehmen. Ah, perfekt. Gold ist super wertvoll. Auch hier in dem Spiel. Hihi. So, und einmal auch nochmal Silber gefunden. Sehr schön. Was gibt es hier noch Tolles? Oh, das sind aber viele Orangen. Ist auch ein ganz schön großer Orangenbaum. Ja, die wachsen vielleicht bei mir auch mal so groß. Das wäre cool. Ja, die Blümchen hier nehme ich auch gleich noch mit. Ich bediene mich hier mal in der Natur, ne? So, na gut. So, Saimi. Saimi, kann ich mit dir reden? Tut mir leid, Chor, ich kann gerade nicht reden. Es ist wirklich wichtig. Ich weiß, tut mir leid. Komm später wieder. Ich habe dir etwas Süßes mitgebracht. Für den Nachmittagstee. Ach, du hast wirklich Nerven, Kind. Komm rein. Es tut mir leid, dass ich mich mit dir so, geredet habe. Deine Sturheit gefällt mir nicht, aber ich akzeptiere deine Entschuldigung. Mach das nie wieder. In Ordnung. Aber ich wollte mit dir über etwas Wichtiges reden. Worum geht es? Ich habe eine Frau namens Fink getroffen. Sie sagte, sie ist ein Elite. Ach, das war eine Frau? Ich dachte, das wäre ein Mann. Ach, noch ein Elite in Mara? Das ist in der Tat seltsam. Warum? Naja, wir wissen nicht viel über sie. Sie stammen von einem technologisch sehr fortgeschrittenen Planeten mit einer Gesellschaft voller Hierarchien. Es gibt einige Geschichten über ihr Reich des Fortschritts. Geschichten über... darüber, wie sie jeden Planeten verwüsten, den sie besuchen. Ich sollte besser herausfinden, welche Absichten diese Elite hat, Aber ich bin alt. Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht, Chor. Ich denke, du bist zu jung für so etwas. Elites können sehr gefährlich sein. Saimi, bitte. Chor, das ist eine ernste Angelegenheit. Ich meine es auch ernst. Nein! Gib dich nicht mit diesen Leuten ab. Überlass das Ganze einem Erwachsenen. Einen Erwachsenen und vergiss die Sache. Schau mich nicht so an. Ich kann das wirklich tun. Es geht nicht darum, dass du es nicht kannst. Es ist einfach noch nicht der richtige Augenblick. Ich habe schon so viele Dinge für dich getan. Und du glaubst immer noch, dass ich manche Dinge nicht tun kann, weil ich ein Kind bin. Das ist lustig. Nicht für mich. Es ist lustig, weil ich die gleiche Diskussion, mit Haku hatte. Tausendfach. Was? Sie war wie du. Widerspenstig und frech. Nichts konnte sie aufhalten. Jedes Mal, wenn ich ihr gesagt habe, dass sie etwas nicht tun soll, hat sie es sofort trotzdem getan. Ah, das glaube ich nicht. Oh doch, so war sie. Deine Großmutter schrie, brüllte und stampfte, bis sie ihren Willen bekam. Du bist genau wie sie. Also schön. Du wirst weiter hinauf aufs Meer fahren müssen, um herauszufinden, was die Elites aushecken. Aber mit meinem Boot komme ich nicht weit. Dann solltest du es besser machen. Bitte Caleb auf der Werft um Hilfe. Und dann fahre hinauf aufs Meer, und um nach Antworten zu suchen. Ja, weißt du was? Deine Großmutter hat das auch immer gemacht. Genickt und gelächelt. Ich wünschte, ich wäre so unbeschwert wie du. Okay. Krass. Dann können wir unser Boot upgraden. Das war natürlich richtig krass. So, und du bist eine Frau? Hab dich aber für einen Mann gehalten. Fink ist also eine Frau. Okay. Wie konnte das nur passieren? Unsere Stationen sind perfekt. Na gut. Okay, dann runter, wir quatschen nochmal mit Caleb, Forsch kann da helfen und dann schnell zurück. Nun ja, eine bessere Angel bauen. Ich hoffe, die ist ja noch wirklich besser. Hui, hier kann ich nicht lang. Wieso geht das nicht? Wie fies. Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade bei mir? Nein. Oh. Spreche mit Saimi für den nächsten Auftrag. Ich komme doch gerade von Saimi, was soll das? Wie viel Geld habe ich? Geht so. Ich wollte auf jeden Fall bei Caleb noch etwas Baumwollsaat kaufen. Die kaufe ich immer besonders gern. Ja, man braucht halt viel Baumwolle immer. So, Caleb, erstmal reden wir. Beeil dich bitte. Was soll das? Ich dachte, ich soll mit Caleb reden. Bereite Caleb.
Ich weiß nicht. Irgendwie klappt das gerade nicht. Ich rede mal einfach mit dir, mit Noho. Koa, ich arbeite gerade daran, eine neue Produktreihe zusammenzustellen. Souvenire aus Mara. Sie bestehen aus kleinen Muscheln, Piratenpuppen, Modellbooten. Ein wenig von all den Dingen, die Touristen lieben. Oh, ich hätte gerne eine Piratenpuppe. Ich habe leider keine mehr. Und was ist mit den Modellbooten? Die hat Kaleb alle. Dann hätte ich gerne eine Muschel. Okay. Du findest sie am Strand hinter dem Leuchtturm. Wenn du mir welche bringst, kriegst du ein Geschenk von mir. Das klingt, als ob du mich ausnutzt. Nein, das nennt man Teamwork, verstehst du? Als Kaleb und ich um die Welt gereist sind, hat er immer unsere Sachen getragen. Und ich habe das Falschen übernommen. Wir waren einzigartig. Wir waren die berühmten Händler von Quelis. Wir konnten wirklich alles verkaufen. Okay, okay, ist ja schon gut. Ich besorge dir ein paar Muscheln. Oh, wir haben sogar nicht genug. Brauchen sogar noch welche. Ah, na gut. Eigentlich wollte ich jetzt ganz schnell meine Angel verbessern, aber jetzt suche ich noch die Muscheln. Und wenn ich einmal da bin, kann ich auch nochmal mit Saimi reden. Na gut, na gut, na gut. Das Spiel verlangt echt alles von mir. Hoffentlich sind die Muscheln nachgespawnt. Das wäre Gold. Erstmal gehe ich zu Saimi. Ich faule Nudel. Schön, dass man den Berg hoch... Oh, die Äpfel nehme ich mit. Tada! Gott, so viele Äpfel. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so viele brauche. Und jetzt hüpf, hüpf. Ich bin ein Känguru, Frosch, Häschen. Hüpf. Und ein Grashüpfer bin ich auch. So. Haha. Alles klar. Geh und sprich mit Kaleb. Als erstes solltest du das Boot aufbessern. Das geht nicht. Geh, verschwende keine Zeit. Rede mit Kaleb um das Boot. Okay, das hätte ich jetzt nochmal extra machen müssen, oder was? Oh, toll. Danke, Spiel. Das ist ja fies. Na gut, wir mussten ja eh nochmal hier lang. Den nehme ich auch noch mit. So, wo war denn jetzt hier der geheime Strand? Irgendwo hier hinten. Da. Da haben wir einmal eine. So, wir brauchen aber noch eine. Ah, und da ist sie auch schon. Perfekt. Mensch, da haben wir ja Glück. So, den Müll nehme ich natürlich auch noch mit. Ist doch Ehrensache. So. Okay. Ist noch was Besonderes dabei? Nee, nur Eisen und Kupfer. Schau mal, ob ich irgendwie Gold oder Silber noch finde. Weil, naja, von Eisen und Kupfer haben wir erstmal genug. Ja, nee, ich habe schon das ganze Gold und Silber weggesnackt. So, okay. Gucken, ob ich... Dong, dong, dong. Ob ich da hinten noch irgendwas mitnehmen kann? Irgendwie Dünger oder so etwas? Ich bezweifle es. Ja, schon alles weggeerntet hier von mir. La, 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 la. So. Noho und Kaleb, ich bin gleich bei euch. Oh, ich liebe das Gerenne. Das geht so schön schnell, auch wenn die Wege so lang sind. So. Hey, hier hast du deine Muscheln. Jetzt müssen wir sie nur noch für die Touristen mit einem Preisschild versehen. Auf diese Weise wird niemanden diese uralten Muscheln übersehen. Uralt? Aber ich habe sie doch gerade erst am Strand gefunden. Das sind uralte Muscheln von neunbeinigen Einsiedlerkrabben. Sie sehen für mich wie ganz normale Muscheln aus. Die neunbeinigen Einsiedlerkrabben waren unglaublich schöne Kreaturen. Mit ihren zusätzlichen Beinen konnten sie den Meeresgrund nach Edelmetallen durchwühlen. Sie verschwanden jedoch plötzlich vor vielen Jahren. Die Quidos haben sie in ihren Goldminen eingesetzt, bis sie ausstarben. Oh, wie traurig. Die armen Einsiedlerkrabben. Hier, nimm diese Muschel einer neunbeinigen Einsiedlerkrabbe. Auf diese Weise wirst du sie nie vergessen. Vielen Dank. Ah, und dieser Rucksack ist mein Geschenk an dich. Das ist eine Sonderaktion meines Ladens. Ah, das muss mein Glückstag sein. Wow, ein Fischrucksack. Ganz toll, dankeschön. Kaleb, ich muss mein Boot aufbessern. Halt. Wie soll das Boot aufgebessert werden? Ich weiß nicht. Größer, schneller, von allem mehr. Hm, wir können neue Ruder einbauen. Die Kabine vergrößern. Was für ein Motor hat es denn? Einen, der die Ruder antreibt. Natürlich, was auch sonst. Wie viel Strom braucht er? Strom? Womit soll er sonst laufen? Mit Treibstoff, der Quellen vom Macher und Maler. Mit Maler. Wie merkwürdig.
Warum? Das ist eine uralte Energiequelle. Heutzutage verwendet sie niemand mehr für diesen Zweck. Ich aber schon. Na gut. Zuerst müssen wir neue Router herstellen. Bring mir etwas Geld, um die Teile zu kaufen. Ich bin mir nicht sicher, wie wir den Tank vergrößern können. Aber das wird nötig sein. Ich kenne da einen merkwürdigen Guido, der weiß eine Menge über Quellen. Blue? Ja. Er ist etwas eigenartig. Stimmt. Aber er ist immer sehr hilfsbereit. Wohl wahr. So, okay. Dann müssen wir noch mit Guido reden. Da machen wir das gleich noch. Vielleicht. Ja, doch, das schaffe ich noch. Hoffe ich. Der wird, denke ich mal, oben an dieser alten Quelle sein. Und da wird uns vielleicht helfen, wenn wir einen größeren Treibstofftank kriegen. Ich will erst mal gucken, was ich jetzt hier noch so quasi an Quests rankarren kann, bevor ich nach Hause fahre. Denn, naja, ich jetzt hier 10-mal hin und her fahre, nehme ich hier erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich das dann eben dann zu Hause alles zusammenbauen muss, was ich jetzt hier an Erfahrungen und an Bauplänen kriege. Daher wäre es klug, wie gesagt, das alles mit einmal mitzunehmen. Bin ich hier richtig? Ja, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Hey Blue, was geht ab? Rate mal, weshalb ich hier bin. Ich soll dir bei der Vorbereitung auf eine Reise helfen. Wow, das stimmt. Siehst du, ich habe es gewusst. Nun, was möchtest du denn? Hast du einen großen Behälter, den ich als Tank für den Treibstoff aus der Quelle benutzen kann? Was habe ich dir über die Quelle erzählt? Sie versteht es nicht. Ich weiß, ich weiß. Sie liefert keinen Treibstoff, sondern Mala. Die spirituelle Lebenskraft Maras. Ich verspreche, ich bringe ihr nächstes Mal eine Opfergabe. Sehr gut. Dann verkaufe ich dir einen neuen Behälter für das Maler. Neue Quests, sammle nötigen Materialien für die Aufbesserungen und bringe. Ja, wie mache ich das? Quark. Neuer Tank für 700. Du bist ja ein ganz Verrückter. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Was magst du denn so gerne? Nichts, was ich gut verkaufen kann. Höchstens eine Schwertmuschel oder zwei. Den Rest möchte ich eigentlich nicht so gern verkaufen. Muss ich wohl noch bis morgen warten, noch ein bisschen Geld rankriegen. Kann ich irgendwo. Ah, meinen Tank schön auffüllen. Ich habe den Tank aufgefüllt. Okay, dann muss ich wohl noch ein bisschen was von meinem Zeug verkaufen. Ich gehe mal noch zurück zu Caleb. Ich muss, glaube ich, eh noch gleich schlafen gehen. Das schaffe ich jetzt gerade nicht. Ah, kurz im Gesicht kratzen. So. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Modellboote für ihn gebaut. Die kann ich ihm dann geben. Da freut er sich. Da habe ich auf jeden Fall dann das Geld schon mal zusammen, was ich dann bei Blue brauche. Aber wie es weitergeht, wird noch eine andere Frage sein. Schauen wir einfach mal. Lo, 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 lo. Hallo Hundi. Hallo anderer Hundi. So. Mal gucken, was Caleb sagt zu meinen ganzen Modellbooten. Wo sind sie denn? Da, 7 Stück. Tada! Wenn das nicht viel ist, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt gehe ich erstmal kurz schlafen. So. Im Boot schlafen. Boote, Boote, Boote. Und noch einen Schluck trinken. So. Dann schauen wir mal. Kann ich nicht. Ich gehe erstmal zu. Wie war ihr Name? Suilaka, Suiksuku, Sumbandubu. Zu Akachi. Genau, Akachi. Vielleicht mag sie mal Metall ankaufen. Ich probiere es mal aus. Ich habe da ein bisschen was geschmiedet und Lehm gebrannt und. Ach, ihr kennt das Ganze ja. Vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Geld her. Das wäre ganz praktisch. Wir müssen ja schauen, wie wir jetzt hier zurechtkommen, ne? Ich mag es, dass es auch nicht ganz so einfach ist, an Geld zu kommen. Dass man da schon so ein bisschen überlegen muss, dass man da vielleicht was draus kocht oder was weiteres herstellt oder die Quests macht. Das gefällt mir ganz gut, so wie es momentan ist. So, schauen wir mal. Akachi. Akai. Ich glaube Akachi. Ach, ich weiß auch nicht. Hi. Das verkaufe ich auf jeden Fall erstmal.
Aber meine Bronzebahn scheinen sie jetzt nicht so gut zu finden. Befürchte ich. Sonst noch irgendwas? Kupferbahn. Ha, wieder geht's los. Wo habe ich denn meine Kupferbahn überhaupt? Da unten. Ah, die bringen aber auch trotzdem viel Geld. Kann ich aber vielleicht woanders besser verkaufen. Gibt's sonst noch was? Ich liebe Arbeit in der Schmiede, aber ich wünsche, ich hätte, würde mich nicht mal schmutzig machen. Na guti. Gibt's sonst noch irgendwas für mich zum Mitnehmen? Irgendwas nachgespawnt, was ich hier klauen kann? Hier ist ein bisschen was. Kann ich hier zerschlagen? Ging das nicht? Nee. Schade. Sonst irgendwas? Ich gucke nur kurz. Okay. Dann gehe ich mal. Oh, oder hier? Nee. Okay. Ich kann nichts kurz und klein schlagen. Schade, das mache ich doch so gern. Aber okay. Einmal quer rüber. Ich glaube, wenn ich jetzt so gerade auslaufe, komme ich relativ schnell und zügig zum Schrein wieder zu Blue. Und ich hoffe dann, dass ich jetzt bald ein besseres Boot habe. Blue, blue, blue. Blub, blub, blub. Hoffe ich richtig. Weiß das irgendeiner? Da. Kurze Pause. So, weiter geht's. Oh, wie viel Chor sprinten kann. Ihre Ausdauer, die hätte ich gern. So. Okay. Neuer Tank. Den kaufe ich dann mal direkt. Kaufen. Kann ich auch was gut bei ihm verkaufen? Nee, hab ich schon geguckt. Okay, haben wir das schon mal. Bei dir alles gut? Chor, das ist kein gewöhnlicher Botengang. Beeil dich. Ja, ich mache ja schon. Gut. Ich flitze jetzt zu Caleb. Ja. Und verabschiede mich dabei schon mal bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, dann können wir unser Boot vergrößern. Das wäre wunderbarst. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.